Wort hat der Kollege Wolfgang Kellmich für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass ich heute zum zweiten Mal zum Bericht des Wehrbeauftragten sprechen darf und muss eingangs sagen, ich habe bei Ihnen, Herr Kossendey, vorhin mit großer Verwunderung gehört, dass die Zufriedenheit in der Truppe sehr groß wäre. Bei meinen Besuchen in vielen Standorten im Laufe der letzten Wochen und Monate stelle ich genau dieses nicht fest, sondern stelle fest, dass es in der Truppe eher Unzufriedenheiten gibt und viele Kritikpunkte gibt als Zufriedenheit. Von daher, glaube ich, müssen Sie Ihren Eindruck über die Situation noch mal etwas korrigieren. Für die klaren Worte und die Deutlichkeit, mit der Sie, Herr Königshaus, im 53. Jahresbericht auf Unzugänglichkeiten eingehen und bestehende Probleme benennen, ist Ihnen der Dank der SPD-Bundestagsfraktion sicher. Dies ist ein guter Beleg dafür, dass die Bundeswehr und ihre Angehörigen als Parlamentsarmee gut aufgehoben sind. Das soll auch in anderen Fragen so bleiben. Mit Nachdruck möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass es ein Unding ist, jetzt noch über einen Bericht von 2011 zu sprechen. Demzufolge bitte ich um Nachsicht, wenn ich dies zum Anlass nehme, an dieser Stelle aktuelle Punkte anzusprechen. Sehr geehrter Herr Königshaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber muss enorm und deutlich verbessert werden, will sie die Konkurrenz in den nächsten Jahren um Nachwuchs und qualifizierte Kräfte bestehen. Der vorliegende Jahresbericht, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Auftrag, Dinge nicht mehr auf die lange Bank zu schieben, sondern Abhilfe zu schaffen. Berichtsfrist, so im Beschluss, der 23. Januar 2013 über die umgesetzten Maßnahmen. Der Bericht ist Auftrag, für die verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sorgen. Was viele moderne Unternehmen vormachen, ist auch bei der Bundeswehr möglich. Ich denke da beispielsweise, und einige Punkte sind angesprochen worden, an den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder, vor allem die bessere Anpassung des Kinderbetreuungsangebotes an die Dienstzeiten, eines, das wir aus der kommunalpolitischen Diskussion auch an jedem Ort kennen, wo es um die Kinderbetreuung geht. Diese Frage muss sich auch die Bundeswehr intensiver stellen. In der Bundeswehr steigt der Frauenanteil stetig. Das ist gut so, das wollen wir auch so. Aber die Entwicklung hat ein Problem, und das kommt in dem Bericht auch zum Deutlichen. Es gibt ein Problem, dass es nämlich kaum Dienstposten als Ersatz für die Frauen gibt, die aufgrund ihrer Schwangerschaft vorübergehend aus dem Dienst ausscheiden. Eine der Folgen ist leider, dass schwangere Frauen oftmals von Diskriminierung in den jeweiligen Standorten berichten. Auch das ist im Bericht angesprochen. Das ist auch ganz klar. Denn trotz eines solch freudigen Ereignisses einer anstehenden Geburt ist niemand glücklich darüber. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, wenn er oder sie für einen anderen die Arbeit miterledigen muss und nicht für Ersatz gesorgt wird. Hier müssen wir ansetzen und zu einer Lösung kommen. Ein Stellenpool, der schwangerschaftsbedingtes Ausscheiden personell abfedert, könnte Abhilfe schaffen. Wir von der SPD wollen, dass umgehend die Prozesse an dieser Stelle eingeleitet werden, die die Bundeswehr zu einem Arbeitgeber machen, der in puncto Attraktivität mit modernen Unternehmen mithalten kann. Das ist umso notwendiger, wollen wir auch in Zukunft eine ausreichende Bewerberzahl, gerade auch für freiwillig Wehrdienstleistende Zeitsoldaten, gewinnen. Familienfreundlichkeit ist ein Wert für sich, ein Unternehmen, ein Wert für ein Unternehmen für sich und keine Belastung. Und dies gilt in selben Maße für die Bundeswehr. Meine Damen und Herren, ein anderes Thema. Zahlen, die in den letzten Tagen durch die öffentliche Berichterstattung gehen, belegen, dass mit der Personalentwicklung der Bundeswehr anders, besser sowie mit klaren Konzepten und zukunftsorientierter umgegangen werden muss. Die Abbrecherquote der freiwillig Wehrdienstleistenden liegt bei 30,4%, Tendenz steigend. Dass dies nur an falschen Vorstellungen der jungen Leute liegen soll, wie uns der Bundesverteidigungsminister leider weismachen will, halte ich für eine mindestens gewagte These. Die Kommandeure vor Ort, auch dies aus den Berichten in den einzelnen Standorten, in den Besuchen in den einzelnen Standorten, die Kommandeure vor Ort berichten etwas völlig anderes. Wenn denn dem so wäre, dass das einfach nur an den falschen Erwartungshaltungen liegt, dann schlage ich Ihnen doch vor, einfach die Werbekampagnen für die Bundeswehr realistischer zu gestalten, zu ändern, und dann wäre das Problem ja geregelt. Dem ist aber nicht so. Und es gilt auch hier, wenn die Werbung Dinge verspricht, die sie nicht hält, gibt es Reklamationen. Deshalb sagen Sie den jungen Menschen doch einfach vorher, was sie bei der Bundeswehr erwartet, und beugen Sie falschen Vorstellungen vor. Und nehmen Sie bitte auch die Lebensrealität junger Menschen in den Blick. Wenn Sie dann noch Dinge wie zum Beispiel die Unterbringung verbessern,
WLAN-Nutzung möglich machen. Statt die Truppenbetreuung abzubauen, werden wir uns sicher bald über eine niedrigere Abbrecherquote freuen können. Wenn Sie all dieses nicht tun, denke ich mal, wird die Lebensrealität an der Stelle zwischen Bundeswehr und jungen Menschen schlichtweg nicht zueinander passen. Und da entsteht ein Delta, das wir im Zweifelsfall mit den bis jetzt genutzten Instrumenten nicht schließen können. Das gesamte Konzept der freiwillig Wehrdienstleistenden muss auf dem Prüfstand, inklusive der Ausbildung der Möglichkeiten der Verwendung. Machen Sie eine Reform für die Soldatinnen und Soldaten, das gilt für die gesamte Bundeswehrreform, und führen Sie diese Reform auch mit Ihnen durch. Beteiligung heißt hier das Zauberwort. Meine Damen und Herren, der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages ist Anwalt der Soldatinnen und Soldaten und zugleich ein Hilfsorgan des Parlaments bei der Kontrolle der Streitkräfte. Jede Soldatin und jeder Soldat hat das Recht, sich unmittelbar an den Wehrbeauftragten zu wenden. Das schafft Sicherheit und Vertrauen. Sicherheit im Inland, aber vor allem im Einsatz, sollen auch die Vertrauenspersonen von Soldaten vermitteln. Vertrauenspersonen stellen für die Soldatinnen und Soldaten einen ersten Ansprechpartner dar, der ihnen gegebenenfalls bei Dienstproblemen weiterhelfen kann. Aus diesem Grunde weise ich auf eine Petition hin an den Bundestag, in der ein Personalrat des Landeskommandos Niedersachsen das Zeugnisverweigerungsrecht für Vertrauenspersonen fordert. Der Hintergrund für diese Petition ist, dass nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Juni 2012 Vertrauenspersonen von Soldaten kein solches Zeugnisverweigerungsrecht haben. Dies bedeutet, die jeweilige Vertrauensperson kann in einem Disziplinarverfahren ja die Zeugenaussagen nicht verweigern, obwohl die betroffenen Soldatinnen und Soldaten davon ausgegangen sind, mit ihrer Vertrauensperson unter dem Siegel der Verschwiegenheit sprechen zu können. Diese Petition kann noch bis Ende Januar gezeichnet werden. Machen Sie mit. Der Bundeswehrverband unterstützt das. Dem schließe ich mich an. Meine Damen und Herren, die Debatte über bereits stattfindende und zukünftige Auslandseinsätze unserer Bundeswehr ist momentan wieder voll im Brand. Bei allen Entscheidungen müssen wir zuallererst an unsere Soldatinnen und Soldaten denken. Sie unterliegen besonderen Belastungen und speziellen Herausforderungen. An dieser Stelle schließe mich dem Dank an diejenigen an, die diese Herausforderungen in besonderer Weise tragen. Aber auch für alle anderen Soldatinnen und Soldaten gilt das Bekenntnis zur umfassenden Betreuung. Vor, während und nach dem Einsatz. Aus diesem Grunde sind das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für posttraumatische Belastungsstörungen, kurz PTBS, sowie die Ansprechstelle für Hinterbliebene zwei notwendige Einrichtungen. Meine Damen und Herren, dies möchte ich zum Anlass nehmen, heute an dieser Stelle dem ehemaligen PTBS-Beauftragten Brigadegeneral Christoph Munzlinger auch im Namen meiner Fraktion ganz herzlich für seine hervorragende Arbeit zu danken und ihm in seiner neuen Verwendung viel Erfolg wünschen. Daran anschließend darf ich Brigadegeneral Klaus von Heimendahl beglückwünschen und auch ihm alles Gute in seinem neuen Amt als PTBS-Beauftragten der Bundesregierung aussprechen. Unserer Unterstützung für seine Arbeit kann er sich sicher sein. Sie wird sehr intensiv sein und sie wird auch dringend nötig sein. Die in Angriff genommenen Verbesserungen bei der Einsatzvorbereitung, zum Beispiel durch einen ganzheitlichen Gesundheitscheck oder durch eine sehr individuelle Betreuung und Begleitung nach dem Einsatz, weisen den richtigen Weg. Wir haben dieses lange eingefordert, wir haben lange darüber gesprochen. Ich denke, da sind gute Schritte eingeleitet und gegangen. Als Vorletztes möchte ich die Debatte zum Rechtsextremismus in der Bundeswehr ansprechen. Rechtsextremismus ist auch bei der Bundeswehr wie auch in allen anderen Teilbereichen der Gesellschaft sehr wohl ein Problem. Für sämtliche Fälle, wo der Verdacht auf Vorkommnisse mit rassistischem, antisemitischem oder ähnlichem Hintergrund fällt, sind Konsequenzen notwendig. Direkt und unmittelbar. Es muss mit allen Instrumenten, die dem Staat zur Verfügung stehen, gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr vorgegangen werden. Da ist es allerdings nicht hilfreich, wenn einerseits gesagt wird, es gibt da kein größeres Problem als woanders auch, andererseits die Presse über steigende Fallzahlen berichten. Wir dürfen nicht den Eindruck zulassen, als würde an irgendeiner Stelle dieses Problem heruntergespielt, weil es da nicht so richtig angebracht ist. Für das Jahr 2012 wurden bis Mitte Dezember 66 Vorfälle mit Verdacht auf einen rechtsextremen Hintergrund geprüft und festgestellt. 21 der Verdachtsfälle wurden bestätigt, die anderen werden noch geprüft. Vorbeugend hilft es, glaube ich, wenn die Bekämpfung des Rechtsextremismus ein wichtiger Ausbildungs- und Diskussionspunkt ist und bleibt. An die Bürger in Uniform, an die Staatsbürger in Uniform sind hier nämlich ganz besondere Anforderungen zu stellen. Deshalb ist es an dieser Stelle auch wichtig, das Thema öffentlich zu benennen und nicht zu verschweigen.
Meine Damen und Herren, im Anschließen und im Nachgang zu meiner letzten Rede möchte ich Sie, sehr geehrter Herr Königshaus, an Ihre Zusage erinnern. Alle die Soldaten, die vor dem 1. Dezember 2002 in den IV-, SV- und KV-Einsätzen geschädigt wurden, erhalten keine Entschädigungszahlung. Darüber habe ich hier gesprochen. Dies betrifft eine Gruppe von ca. 40 Soldaten. Sie sicherten mir zu, sich um diese Ungerechtigkeit zu kümmern. Ich vertraue Ihnen, dass Sie noch in dieser Legislaturperiode eine Initiative starten, um diese nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung zu beenden. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf. Der Kollege Christoph Schnurr hat für die FDP-Fraktion das Wort.